Rumänien. Ein Land mit freundlichen Menschen, imposanten Bauwerk und einer bewegten Geschichte. Reichtum und Armut liegen in diesem Land aber nahe zusammen. Der Grossteil der Bevölkerung muss im Monat nämlich mit weniger als 200 Euro überleben. Krank oder betagt zu werden, können sich in diesem Land darum die wenigsten leisten. Vor allem, weil die staatliche Krankenkasse nur minimale Beiträge an Arzt- und Pflegekosten zahlt. Wer zu Rumänien möchte alt werden, muss gesund bleiben. In vielen Spitälern werden nicht einmal die hochbetagten Patienten aufgenommen, weil sie angeblich zahlt für eine Behandlung sind. Oder, wie es hinter vorgehaltener Hand heisst, weil sie sich nicht einmal die 2 Euro Trinkgeld für Krankenschwestern leisten können. Die Leute sind also auf fremde Hilfe angewiesen. Hilfe geleistet hat unter anderem der Kanton Luzern. 1991 hat der Regierungsratsprojekt Luzerner Rumänienhilfe initiiert. Das wichtigste Projekt ist die Gründung der Spitex Provita zu Brașov. Brașov ist eine Stadt mit 280'000 Einwohnern und liegt 2,5 Fahrstunden nördlich von der Hauptstadt Bukarest. Der Markus Dürr, ehemaliger Vorsteher vom Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement, erinnert sich noch gut an die Anfänge von dem Projekt Spitex Provita zurück. Ja, ich bin einmal auf Brașov auf Rumänien gegangen mit unseren Leuten, die das betreuen. Und da habe ich gesehen, wie sehr notwendig dort unten so ein Spitex ist. Wie die Leute dort in einem Zustand sind, wo man dringend könnte Hilfe brauchen könnte. Und wir mit unserem Know-how und auch mit den Finanzen haben dort können etwas bewirken. Wo Rumänien 2007 in die EU gegangen ist, hat die Schweiz kein Hilfsprojekt zu Rumänien mehr unterstützt. Die Auswirkungen für die Bevölkerung waren gross gewesen. Alles, was vorher gemacht worden wäre, der ganze Know-how-Transfer, der gesehen wurde, wäre, wie das häufig der Fall ist, bei so Veränderungen bei den Staaten, wäre verschwunden und niemand mehr hätte das Know-how gehabt. Und dann mit dem wäre auch alles, was früher investiert worden ist von der Schweiz her, verloren gewesen. Nach dem Rückzug vom Kanton war man für das Projekt Spitex Provita auf Spendengelder angewiesen gewesen. 2010 ist darum der Verein Luzerner Rumänienhilfe gegründet worden. Mit dem Ziel, die Spitex in der Stadt Brașov auf privater Basis weiterzuführen. Im Geschäftsführer Josef Barmetter ist es ein Anliegen, diesen Leuten zu helfen. Unsere Motivation war, wir wollen die Investitionen nicht sterben. Wir wollen, dass das weiterhin weitergeführt wird in Brașov und die Patienten weiter können unterstützt werden. Na, atenda. Așa. Bună ziua. Ce face domnul Ziegler? Einer von den aktuell 20 Patienten, die dank Provita ein Stück Lebensqualität zurückbekommen, ist der 62-jährige Mann. Seit einem Autounfall vor 10 Jahren ist er Tetraplegiker. Er kann nur noch eine Hand ein bisschen bewegen. Als ihn Spitex-Mitarbeiterinnen vor 5 Jahren zum ersten Mal besucht haben, hat er vom ewigen Liegen tiefe Wunden gehabt. Dank regelmäßiger Umlagerungen, Massagen und Übungen hat er jetzt viel weniger Beschwerden. Er und seine Frau sind Provita unglaublich dankbar. Für mich wäre es ohne Spitex unmöglich gewesen, meinen Mann über all die Jahre daheim zu pflegen. Man kann sagen, dank Provita ist mein Mann immer noch am Leben. Ich selber habe Krebs und habe mich immer auf Provita verlassen, wenn es mir wieder einmal nicht so gut gegangen ist. Jedes Mal, wenn wir die Spitex brauchen, sind Mitarbeiterinnen für uns da. Neben den Patienten können auch die Spitex-Mitarbeiterinnen vom Schweizer Hilfsprojekt profitieren. Seit 13 Jahren hat Nicoletta Petrovan dank Provita ein fixes Einkommen. Aber genauso wichtig für sie ist die Ausbildung, die sie hat geniessen durfte. In den 13 Jahren, als ich bei der Spitex arbeite, habe ich viel über den Wert des Menschen erfahren. Ich habe aber auch einen neuen Kommunikationsstil gelernt und verstanden, dass Patienten viel Liebe brauchen. Ein paar Strassen weiter wohnt die 93-jährige Donna Romana ganz allein in ihrer kleinen, alten Wohnung. Auch sie ist eine Klientin von Provita. Pflege nimmt ihr nur wenig Zeit in Anspruch. Viel tiefer sind ihre seelischen Wunden. Und darum sind Mitarbeiterinnen einfach dort zum Reden und zuhören. Zahlen können sie dafür nicht. Ihre Rente ist einfach zu klein. Ein Problem ist, ich im Moment komme ich umgerechnet nur etwa 230 Franken Rente über. Das ist sehr wenig. Und für mein Herzproblem brauche ich Medikamente, die allein über 40 Franken im Monat kosten. Auf dem Schwarz vorbei bei der Donna Romana kommt heute auch die Virginia Motok.
Die ausgebildete Hausärztin ist Leiterin von Provita und seit Anfang an dabei. Sie hat viel dazu beigetragen, dass bei den Patienten nicht mehr Krankheit, sondern der Mensch im Vordergrund steht. Ich habe eine Pionierarbeit gemacht hier in Brasov. Ich bin Hausärztin und habe bemerkt, dass nur medizinische Behandlung ohne Pflege nicht reicht. Also man muss eine Vision, eine holistische Vision über den Kranken haben, einen neuen Kommunikationsstil, damit man gute Resultate hat. 28'000 Franken. So viel investiert der Verein Luzerner Rumänihilfe jedes Jahr in Betriebskosten vom Spitex-Projekt Provita. Die Stadt Brasov mit ihrem Bürgermeister Georg Skripcharou hat sich trotz mehrmaliger Nachfrage weder moralisch noch finanziell zum Projekt bekannt. Man kann sich halt besser profilieren als mit alten Leuten, die versteckt in den eigenen vier Wänden leben. Anfang Mai haben sie den Bürgermeister aber endlich so weit gehabt. An einer orchestrierten Medienkonferenz ist ihm vor versammelten Journalistenschar gar nichts anderes übrig geblieben, als seine Hilfe zuzusichern. Wir können das Projekt logistisch, menschlich, aber auch finanziell unterstützen. Schließlich ist es die Aufgabe der Behörde, dass sich die Bewohner des Brasov wohlfühlen. Auch die, die Probleme haben. Ich bin sicher, dass uns das Projekt noch viel Freude macht. Der Beitrag der Stadt beträgt übrigens gerade mal 3'000 Franken. Und trotzdem ist es wahrscheinlich einzig der Anwesenheit des Schweizer Botschafters Jean-Hubert Lebet zu verdanken, dass die Stadt ihre Hilfe zugesichert hat. Er ist extra aus Bukarest angereist. Auch wenn Spitex Brasov nur ein kleines Projekt ist, ist es für ihn ganz wichtiges. Es betrifft einfach arme Leute. Es betrifft Situationen, die einfach tragisch sind. Und wir dazu beitragen, einfach diese Situation zu erleichtern. Und wir sehen wirklich sehr konkret, wie es funktioniert. Die Ergebnisse sehen wir sehr schnell. Überzeugt ist der Schweizer Botschafter auch von der Nachhaltigkeit von dem Projekt. Die Idee ist, dass einmal etwas funktioniert, dann die Leute sehen, dass es funktioniert und es wird reproduziert überall. So im Sinne Geld, das ist nicht viel Geld, aber das ist sehr wichtig in diesem Bereich. Ziel vom Verein Luzerner Rumänihilfe ist es jetzt, dass sich Provita zu einer Spitex-Organisation entwickelt, die nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen ist. Das machen sie mit der Hilfe der örtlichen Caritas. Die Caritas Alba Julia betreibt schon heute 2 Autosturm von Brasov weg, eine erfolgreiche Spitex mit 300 Mitarbeiterinnen und 5'000 Patienten. Damit Spitex Provita dort eingegliedert werden kann, investiert der Bund im Rahmen des EU-Erweiterungsbeitrags 180'000 Franken in die 2-jährige Projektphase. Der Verein Luzerner Rumänihilfe muss also nicht mehr für die Betriebskosten aufkommen, investiert dafür jetzt in die Ausbildung der rumänischen Mitarbeiterinnen. Darum ist er weiter auf Spendengelder angewiesen. Die aufzutreiben ist allerdings nicht ganz einfach. Es ist natürlich sonst schwierig für in einer kleinen Region, für Rumänien und für ältere Leute Geld sammeln. Also das ist nicht gerade sexy, da in dieser Region für solche Zwecke Geld sammeln. Also es ist schwierig, aber wir haben Gott sei Dank immer jedes Jahr rund 25'000 bis 35'000 Franken können generieren. Es ist eine neue Aufgabe, die der Verein Luzerner Rumänihilfe seit der Zusammenarbeit mit der Caritas einnimmt. Die Hauptrolle spielt Rosmarie Straberger, Vereinsmitglied und diplomierte Pflegeexpertin, die bei der Spitex Obwalden angestellt ist. Sie begleitet ihre rumänischen Kolleginnen auf Hausbesuch. Auf diesen Hausbesuch gibt Rosmarie Straberger ihr Wissen weiter und klärt ab, in welchem Bereich noch Ausbildung nötig ist. Im Moment bin ich ja jetzt hier bei der Caritas, um eine Bestandesaufnahme zu machen, wie jetzt heute hier, so wie die Pflegequalität ist, wo ich sehe, dass Pflegewissen Fachwissen ist. Wir besprechen dann nachher, was die Pflegeschwerpunkte sind und wie wir von der Schweiz aus helfen können, gewisse Bildung oder Instruktion oder eben Expertenaustausch auch zu gestalten. Geplant ist auch, dass rumänische Spitex-Mitarbeiterinnen für einen Arbeitsbesuch in die Schweiz kommen. Es ist vorgesehen, dass sie auch mal bei uns schauen können, wie es bei uns läuft. Und dass sie dann auch uns Rückmeldung geben, wie sie so unser System sehen. Also ich freute mich da sehr auf einen Austausch, wo man einander auch Feedback geben kann. Und ich möchte auch sagen, wir in der Schweiz können auch
profitieren, weil was ich hier sehe, wie hier Probleme gelöst werden, da lehre ich auch. 20 Patientinnen und Patienten betreue Provita aktuell. Damit die Wirtschaftlichkeit gesichert wird, soll in Zukunft 300 Patienten von der spitalexternen Pflege profitieren. Patienten, die ohne Hilfe von Provita auf Deutsch gesagt, würden dahin vegetieren. Ich habe natürlich am Anfang, als ich hier angefangen habe, dem Projekt gesehen, was passiert ist. Das bedeutet Wundlecken, also das heisst Wunden, die bis zu den Knochen hineingehen, am Rücken, am Gesäß. Aber auch, wenn man jemanden liegen und nichts macht an ihm, dann sich die Sehnen verkürzen. Man nennt das Kontrakturen. Das heisst, also der schlimmste Fall, den ich gesehen habe, war ein jüngerer Mann mit MS, der eben nicht richtig gepflegt wurde, weil niemand gewusst hat, wie. Alle Sehnen haben sich verkürzt und er ist nachher eine Art wie eine Embryostellung geblieben. Nach einem langen Leidensweg bedeutet das für Patienten, früher oder später, den sicher Tod. In diesem Fall könnte man fast vom Glücksfall reden, wenn jemand Gnade hat, eine Lungenentzündung zu machen, wo er vielleicht dann daran sterben kann. Patienten, die man vor grossen Schmerzen oder sogar vor dem Tod bewahren kann. Das ist es, was die Mitglieder des Vereins Schweizer-Rumänien-Hilfe motiviert, ihre Ferien und Freizeit in unentgeltliche Arbeit zu stecken. Bis im Mai 2015 ist die Existenz des Spitex-Stützpunkt Provita zu Brasov gesichert. Wie es nachher weitergeht, darüber hat der Verein Luzerner Rumänienhilfe klare Vorstellungen. Also ich sehe Provita als grosse städtische Spitex-Organisation in Brasov, die den Leistungsauftrag der Stadt erfüllt. Für die gesamte Bevölkerung von rund 200'000 Personen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Verein Luzerner Rumänienhilfe noch viel Arbeit und Enthusiasmus in das zarte Pflänzchen investieren. Mit Geduld, Hartnäckigkeit und vielleicht auch ein bisschen Glück kann sich das zarte Pflänzchen Provita in einen staatlichen Baum verwandeln.